Das ist manchmal das Vorhaben von Menschen, dass sie sagen, Mensch, unser Haus, wir wollten es eigentlich gar nicht verkaufen. Wir mieten uns oder wir kaufen uns die neue Immobilie. Und wenn die Leute vermögender sind und sagen, wir können uns die neue Wohnung auch so leisten. Aber dazu kann man eigentlich eins sagen, wenn man richtig drauf guckt, ein Einfamilienhaus, ein in die Jahre gekommenes Einfamilienhaus zur Kapitalanlage zu nutzen, also dafür zu nutzen, dass man sagt, ich vermiete das Haus dann, ist eigentlich für die Leute, die in dem Alter sind, nicht mehr das Richtige. Haus verkaufen und dann nicht eine neue Immobilie kaufen, sondern dann eine neue Immobilie zu vermieten. Das ist aus meiner Sicht immer dann interessant, wenn man sagt, zum Beispiel, es muss nicht, aber zum Beispiel, man hat keine Erben. Ein Großteil des eigenen Vermögens steckt gebunden in der Immobilie, in Steinen gebunden. Und man sagt, wir sind jetzt 65, wir würden gerne noch verreisen, unsere Rente ist nicht so hoch, am Haus stehen hier und da, irgendwann in 5 Jahren müssen wir spätestens das Dach neu decken oder die Heizung muss neu oder beides oder die Fenster müssen wir erneuern. Also stehen größere Reparaturen an und man hat außer dem Vermögen, was in der Immobilie gebunden ist, nicht viel weiteres Vermögen und man möchte zum Beispiel verreisen. Dann ist es eine ganz tolle Möglichkeit zu sagen, ich verkaufe mein Haus, ich ziehe in eine Mietwohnung und kann in dieser Mietwohnung auch eben jederzeit die Tür zu machen und verreisen und habe einen dicken Batzen Geld zur Verfügung, den man dann ein bisschen klug anlegen muss, weil der ja dann für die nächsten 20, 30 Jahre zum Kapitalverzehr bereitgelegt werden muss und eigentlich dazu da ist, dass man jeden Monat zusätzlich zu seiner Rente nochmal 1.500 Euro oder 3.000 Euro extra hat, um das Geld zu verleben. Und dafür ist es total schön. Das ist manchmal das Vorhaben von Menschen, dass sie sagen, Mensch, unser Haus, wir wollten es eigentlich gar nicht verkaufen. Wir mieten uns oder wir kaufen uns die neue Immobilie. Und wenn die Leute vermögender sind und sagen, wir können uns die neue Wohnung auch so leisten. Aber dazu kann man eigentlich eins sagen, wenn man richtig drauf guckt, ein Einfamilienhaus, ein in die Jahre gekommenes Einfamilienhaus zur Kapitalanlage zu nutzen, also dafür zu nutzen, dass man sagt, ich vermiete das Haus dann, ist eigentlich für die Leute, die in dem Alter sind, nicht mehr das Richtige. Weil im Regelfall wollen sie die Arbeit loswerden, die Verantwortung loswerden. Und wenn ich jetzt ein 40 Jahre altes Einfamilienhaus vermiete, dann sind ja alle Sachen, die da drin sind, sind in die Jahre gekommen. Ich kriege auch nicht mehr so viel Miete wie für ein frisch saniertes Haus. Also alles ist so ein bisschen halb kaputt oder funktioniert gerade noch so. Wenn ich das Haus jetzt vermiete, dann muss ich als Eigentümer eigentlich immer fürchten, dass mich jederzeit der Mieter anrufen kann und sagen kann, oh Mensch, hier im Keller ist ein Rohr geplatzt, wir waren übers Wochenende weg, bei uns steht jetzt gerade knöchelhoch das Wasser im Keller. Keine Ahnung, irgendein Stromkreis ist ausgefallen oder der Mieter lässt den Garten verloddern. Das kenne ich auch so, dass das dann bei den Leuten, die es machen, dann relativ häufig mal passiert. Die haben ihren Garten immer gepflegt gehalten, sind weggezogen, haben ihr Haus vermietet, haben aber noch Kontakt zu den Nachbarn, gehen also bei den Nachbarn, sind sie immer noch zu Besuch. Und dann kommen die Nachbarn und sagen, also bei euch drüben, die Neuen, die da eingezogen sind, das ist ja Wahnsinn. Und dann guckt man natürlich einmal über den Gartenzaun und sieht, was aus dem schönen Garten geworden ist, was dann auch manchmal dazu führt, dass die Eigentümer dann sagen, oh Mann, das sieht ja schlimm aus, alles verlottert. So. Also man muss eins sagen, wenn man ein in die Jahre gekommenes Einfamilienhaus vermietet, dann kann da ziemlich viel passieren und wenn man dann noch vielleicht nicht gerade den besten Mieter erwischt, dann kann das ganz schön anstrengend werden. Und deswegen ist es eigentlich so, dass ich will nicht sagen, ich rate davon immer ab, aber im Regelfall bin ich großer Verfechter davon. Wenn man sagt, ich möchte weiterhin eine Immobilie zur Kapitalanlage haben, würde ich immer sagen, nehmen Sie das Geld aus dem Haus, kaufen Sie sich an Ihrem Wunschplatz Ihre Immobilie, in die Sie selber einziehen wollen. Und wenn Sie trotzdem noch dieses Geld aus dem Hausverkauf nicht für den Kauf der neuen Immobilie brauchen, sondern sagen, ich möchte mir noch eine Immobilie zur Kapitalanlage kaufen,
dann kaufen Sie sich bitte möglichst eine fast neue Wohnung, wo Sie in den nächsten 20 Jahren technisch fast nichts zu machen haben, und vermieten Sie die. Und zwar allein schon deswegen, weil eine Eigentumswohnung kostet in der Instandhaltung auf den Quadratmeter viel weniger, verursacht viel weniger Instandhaltungskosten als ein Einfamilienhaus. Man muss sich das so vorstellen, ein 100 Quadratmeter großes Einfamilienhaus hat ein 130 Quadratmeter großes Dach. Also wenn das Dach neu gedeckt werden muss, dann geht das gesamte Dachdecken geht durch 100 Quadratmeter Wohnfläche. Wenn ich in einem Sechsgeschosser ein 100 Quadratmeter großes Grundflächenhaus habe, dann gehen die Dachdeckungskosten durch 6 Parteien. Das heißt, auf einem Quadratmeter ist viel weniger Instandhaltung. Das sieht bei Fassadenflächen genauso aus, bei der Heizung sieht das genauso aus, überall. Und auf die Dauer, wenn man sagt, ich will was zur Kapitalanlage haben, muss man sehen, dass man die Instandhaltungskosten gering hält. Und das tut man am besten in einer Eigentumswohnung. Jemand, der sagt, ich möchte aus Eigentum in Eigentum, der braucht das frei werdende Geld im Regelfall nicht. Der sagt, ich tausche Steine eines Einfamilienhauses zum Beispiel in Steine einer Eigentumswohnung und erkaufe mir damit gewisse Freiheiten. Ich brauche den Garten nicht mehr zu pflegen. Ich habe weniger Quadratmeter und so weiter. Ich kann jederzeit verreisen, so lange wie ich will. Ich brauche mich praktisch nicht so viel drum zu kümmern. Und ich habe eine altersgerechte Wohnung. Derjenige, der sagt, ich verkaufe mein Haus und ziehe dann zur Miete, wohne dann irgendwo zur Miete, das sind meistens Menschen, die dann von der Motivation her sagen, ich möchte das Kapital, das frei werdende Kapital nutzen. Und das sind häufig Leute, die zum Beispiel sagen, entweder sagen sie, wir haben zwar 2 Kinder, aber die sind wirtschaftlich erfolgreich, die brauchen das Geld aus unserem Haus nicht. Wir haben uns das alles aufgebaut und wir wollen das Geld gerne verleben. Wir wollen reisen und jetzt unser Leben genießen. Die sagen, wir verkaufen unser Haus, wohnen zur Miete. Mit dem Hauskaufpreis können wir dann die nächsten 30 Jahre die Miete locker zahlen und haben auch zusätzlich jeden Monat nochmal 500 oder 1000 Euro mehr, um unsere Rente aufzubessern. Das sind also 2 unterschiedliche Motivationen. Ne? Es ist ja immer ein schwerer Gang, es ist immer emotional schwierig, sich von der alten Immobilie zu verabschieden. Und für ganz viele Leute, häufig sind es dann auch die Frauen, die dann natürlich ganz viel im Haushalt gemacht haben, ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagen darf, aber die Frauen, die ein halbes Jahr danach, die wohnen in der Wohnung und die sind so glücklich, weil die einfach sagen, es ist alles viel übersichtlicher geworden. Auch zum Beispiel beim Ausziehen aus dem Haus, was den Leuten auch häufig bevorsteht, ist das Räumen des Kellers. Die Kinder sind seit 20 Jahren ausgezogen und haben aber jeder beim Auszug 4 Kubikmeter ihrer alten Sachen zu Hause gelassen, weil sie natürlich in der ersten Studentenwohnung oder in der ersten Wohnung, in die sie eingezogen sind, überhaupt nicht den ganzen Kram mitnehmen konnten. Und wenn dann die Eltern bei den Kindern anrufen und sagen, Mensch, Kinders, wir ziehen aus, was ist hier mit euren Sachen, kann das weg? Dann kommt natürlich von den Kindern durchs Telefon, was? Das müsst ihr alles mitnehmen. Und da sage ich dann den Leuten auch, wissen Sie was, sprechen Sie Ihre Kinder an und sagen Sie denen, Sie mögen das bitte abholen in den nächsten 8 bis 12 Wochen. Und alles, was nicht abgeholt wird, kommt dann weg. Und so kommt dann Bewegung in die Sache rein. Es sind dann in den allermeisten Fällen von den 4 Kubikmetern, die jedes Kind nachgelassen hat, sind tatsächlich nur 0,5 Kubikmeter, die überhaupt aufbewahrungswürdig sind. Und auch das sorgt dann dafür, dass man wieder so einen freien Blick hat, weil alles einmal so richtig durchgeforstet wird. Was brauchen wir wirklich noch? Das kommt dann in den Eigentumswohnungskeller unten rein. Übrigens einen kleinen Tipp noch, ganz viele Leute sagen, Mensch, wir haben so viele Sachen im Keller. Wenn wir jetzt in eine Eigentum, wir würden so gerne in eine Eigentumswohnung ziehen, aber wir haben gar nicht den Platz, weil doch in so einer Eigentumswohnung ist doch immer nur noch so ein kleiner Kellerverschlag von 6 Quadratmetern, was dann auch so ist meistens. Da sagen wir, wissen Sie was, suchen Sie sich doch bitte hier irgendwo im Umfeld eine Einzelgarage. Und das ist auch aus meiner Sicht ein total toller Tipp, was die Leute total entstresst, weil sie suchen sich dann eine Einzelgarage und dann sage ich, das ist doch egal, ob die 150 Euro im Monat kostet. Sie stellen alle Sachen, von denen sie sich noch nicht trennen können, stellen sie in diese Garage rein
Und also damit habe ich auch wirklich sehr viel Erfahrung, auch im engsten Umfeld, auch wenn die nur 500 Meter um die Ecke liegt, dann gucken Sie mal, wie häufig Sie noch in die Garage fahren. Und dann merken Sie auch, wenn die Garage 150 Euro im Monat kostet, ob Sie nicht in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren, dann haben Sie nicht viel Geld ausgegeben. 150 Euro im Monat für eine Garage mal einem Jahr sind 1800 Euro. Dann wissen Sie, will ich das noch so weiterhaben mit 150 Euro im Monat? Ist mir das alte Bettgestell und der alte Schrank und das und die 12 alten Ordner, sind die mir noch wichtig genug dafür? Oder kann ich jetzt einmal dahin fahren, bringe alles zum Recyclingzentrum, kündige die Garage und bin genauso glücklich? Und in den meisten Fällen kommt es dann so, dass nach ein, zwei Jahren die Garagen dann aufgelöst werden. Wenn nun das ein oder andere des Vorhergesagten für Sie interessant sein sollte, dann klicken Sie bitte auf den Link unten unter dem Video. Geben uns Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, dann rufen wir Sie an und starten mal in so ein erstes, völlig für Sie unverbindliches und kostenloses Erstberatungsgespräch. Meistens ist es dann so, dass man aus dem Gespräch herausgeht und dann weiß, trifft man sich danach mal oder ist das vielleicht erstmal nur so eine Offenbarung von ersten Möglichkeiten. Ich rufe Sie danach auch nicht wieder an, wenn Sie wollen. Sie kriegen einmal einen bunten Blumenstrauß an Informationen. Und wenn Sie sagen, ich melde mich, dann bleibt es auch dabei, dass Sie sich melden. Und wenn Sie sich nicht melden, melde ich mich auch nicht.